Beobachter beim Test des Höfting 3 fühlten sich in Dreharbeiten eines Hollywood-Blockbusters hineinversetzt, denn der Airbag-Fahrradhelm wurde unter realen Bedingungen getestet. Mit einem Stuntman, dem während des Tests alles das passiert, wovor wir hoffentlich verschont bleiben. Ja, wir haben in diesem Fall deshalb einen Stuntman eingesetzt, weil für die Unfallsituation, die wir simulieren wollten, unsere Dummies ungeeignet waren. Und unsere Verträge reichen auch nicht aus, um das abzudecken, was potenziell passieren könnte. Und dieser Stuntman hat dann genau, wie man hier im Bild hinter mir sieht, den Bewegungsablauf reproduzieren können, den wir haben wollten, um dem Höfting 3, also dem Airbag-Helm, auf den Zahn zu fühlen. Und wie man sieht, hat er sich tatsächlich aufgeblasen. Der Höfting 3 Airbag-Fahrradhelm wurde bereits einmal, nämlich durch das Prüflabor der Universität Straßburg, getestet. Damals schnitt der Airbag-Fahrradhelm in puncto Unfallschutz ausgezeichnet ab. Konnte dieses Ergebnis bestätigt werden? Das konnte bestätigt werden. Wir müssen allerdings schon auch dazu sagen, der Helm bläst sich nur auf, wenn vor dem Aufprall etwas passiert. Also dieses System schützt nur dann, wenn vor dem Aufprall schon irgendetwas passiert. Also ich sozusagen irgendwie selbst aktiv bin als Fahrradfahrer, eine irrationale Bewegung mache, dann funktioniert's. Wenn ich selbst irgendwo bei einer roten Ampel angehalten habe und ein Fahrzeug kollidiert mit mir, dann ist ein klassischer Helm immer noch besser, denn der klassische Helm ist immer da. Und auch noch einige andere gewichtige Details sollten vor dem Kauf des Höfting 3 berücksichtigt werden, um keine unliebsamen Überraschungen zu erleben. Das Teil ist recht schwer, wiegt fast 1 Kilogramm. Das sind die leichtesten Motorradhelme, fangen dort an in der Gegend. Man schwitzt doch ein bisschen im Sommer. Also der eigentliche Vorteil, dass man jetzt nichts am Kopf tragen muss, macht sich um den Hals als Nachteil bemerkbar, denn dort wird es recht heiß im Sommer jetzt vor allem. In erster Linie hat man ja hier die Damenwelt im Auge gehabt, um sich schöne Frisuren nicht zu zerstören. Das muss man zugeben, ist tatsächlich einer der starken Vorteile dieser Halskrause eigentlich. Sie wird eben erst im Notfall aktiv und die meiste andere Zeit trägt man es eben am Hals spazieren. Wenn man das nötige Kleingeld dazu hat und bereit ist, 800 Gramm Halskette zu tragen, ist es eine gute Wahl.